Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Dieses Video ist der Auftakt zu einer kleinen Serie, in der ich mich mit der Messung mithilfe von Standardmultimetern auseinandersetzen werde. Wir sehen hier zwei verschiedene Geräte, ein sehr einfaches Gerät und ein etwas hochwertigeres, neueres Gerät. Diese beiden Geräte haben verschiedene Messmöglichkeiten. Ein wesentlicher Unterschied zwischen diesen beiden Geräten besteht aber tatsächlich darin, dass dieses hochwertigere Gerät in der Lage ist, True AMS zu messen, während dieses Gerät nicht in der Lage ist, True AMS-Messungen durchzuführen. Auf True AMS gehe ich allerdings in diesem einführenden Video noch nicht näher ein. Wir sehen, dass wie bei vielen anderen Multimetern auch beide Geräte über Wahlbereichsschalter verfügen. Und man kann nun anhand der Beschriftung, die sich hier um den Wahlbereichsschalter herum befinden, schon erkennen, welche Messungen hier möglich sind. Bei diesem älteren Modell und einfacheren Modell sind Wechselspannungsmessungen möglich bis zu einem Effektivwert von 750 Volt. Es sind Gleichspannungsmessungen bis maximal 1000 Volt möglich. Ich kann Widerstände messen, hier gekennzeichnet durch das Zeichen Ohm als Einheit für den Widerstand. Ich kann auch Ströme messen, hier allerdings nur Gleichströme mithilfe dieses Gerätes. Das erkenne ich an diesem Zeichen, denn hier ist kein Wechselzeichen bei der Stromstärke angegeben. Und hier gibt es halt verschiedene Bereiche, die ich einstellen kann. Was das im Einzelnen bedeutet, werde ich in späteren Videos erklären. Der 10 Ampere Messbereich ist besonders gekennzeichnet. Das liegt daran, dass ich beim Messen von Strömen überhalb von 200 mA auf diese 10 Ampere Buchse wechseln muss. Ähnlich ist nun dieses etwas hochwertigere Messgerät aufgebaut. Auch hier sehe ich, dass ich in diesem Bereich Wechselspannung messen kann, Volt Wechsel. Ich kann in diesem Bereich mit verschiedenen Auflösungen Gleichspannung messen und ich kann auch hier wiederum Widerstände messen. Und in diesem unteren Bereich, wenn der Wahlschalter hier hineingestellt wird, kann ich Ströme messen. Und zwar in diesem Fall auch wiederum Gleichströme, aber auch Wechselströme. Das ist hier auf der Anzeige zu erkennen. Es ist ein kleines Wechselzeichen oberhalb dieser weißen Zeichen zu erkennen. Die weißen Zeichen bedeuten Gleichstrommessung bzw. pulsierende Gleichströme können gemessen werden. Aber es ist auch in brauner Farbe darüber ein Wechselzeichen angegeben. Grundsätzlich ist die Bedienung recht einfach. Denn auch die einzelnen Buchsen sind so beschriftet, dass man Fehlmessungen weitgehend vermeiden kann. Der Common-Anschluss bei diesem Gerät hier zu sehen und bei diesem Gerät hier zu sehen, wird bei allen Messungen verwendet. Da wird dann in der Regel die schwarze Leitung angeschlossen, hier mit der schwarzen Buchse. Und je nachdem, was ich nun messen möchte, muss ich nun die zweite Messleitung entweder hier, hier oder hier einstecken. Möchte ich Ströme messen bis zu 20 Ampere, und ich kann hier sogar erkennen, dass dieses Gerät bis 20 Ampere abgesichert ist, so muss ich die zweite Buchse hier einstecken und den Wahlbereichsschalter für die Ströme auf in diesen Bereich stellen. Ich müsste jetzt also umschalten auf Ströme bis zu 20 Ampere, die hier zu messen sind. Er zeigt im Moment nun DC an. Es erfolgt im Moment gar keine Strommessung. Er erkennt automatisch, ob es sich um einen Wechsel oder Gleichstrom handelt. DC heißt Direct Current und steht für Gleichstrom. AC heißt Alternating Current und steht entsprechend für Wechselströme. Will ich nun kleinere Ströme messen, das kann ich nun gut an dieser Buchse auch ablesen, so muss ich eben die zweite Messleitung in diese Buchse umstecken und könnte nun Strommessungen durchführen in
kleineren Messbereichen. Das ist mit 600 mA abgesichert, sodass also bei Strömen von zum Beispiel 1 Ampere mir hier die Sicherung rausfliegt, was hier noch nicht geschehen würde. Strommessungen sind mit Multimetern sehr kritisch, da die Messgeräte dann einen kleinen Innenwiderstand haben, wenn ich Ströme messe, sodass ich dann also sehr leicht auch Kurzschlüsse erzeugen könnte. Auf die Strommessung mit Multimetern werde ich in einem späteren Video näher eingehen. Man kann hier auch leicht erkennen, dass sowohl die Spannungsmessung in Volt als auch die Widerstandsmessung Ohm sowie weitere Messungen, die mit diesem Gerät möglich sind, dann erfolgen können, wenn ich diese Messleitung hier einstecke. Möchte ich also zum Beispiel eine 230 Volt Wechselspannung messen, so muss ich halt die Messleitung hier einstecken und den Wahlbereichschalter auf Spannung bis zu, in diesem Fall, 600 Volt Effektivwert einstellen. Bis zu 750 Volt Effektivwert kann dieses Messgerät messen. Entsprechend gilt das Gleiche hier bei dem einfachen Messgerät. Hier müsste ich nun für Spannungsmessungen diese Buchse und die Common-Buchse benutzen. Man erkennt das auch wiederum an der Beschriftung Volt, Ohm, Milliampere. Das heißt, wenn ich also hier in dem Strommessbereich unterwegs bin bei meinen Messungen, dann muss ich eben hier einstecken. Das Gleiche gilt aber auch für alle Spannungsmessungen. Dann muss die Messleitung hier eingesteckt werden, die zweite immer hier. Und nur bei Strommessung, auch das ist hier eindeutig zu erkennen, 10 Ampere DC, das heißt dann wieder Gleichstrom. Nur dann, wenn ich Ströme oberhalb dieses Messbereichs, also oberhalb von 200 mA verwende, dann muss ich wechseln auf diese Eingangsbuchse. Dieses Gerät hat den riesen Nachteil, dass es keine Sicherungen hat. Wenn ich hier eine falsche Bedienung durchführe, dann wird mir dieses Gerät wahrscheinlich dabei zerstört werden. Insbesondere bei Strommessung ist das ein Riesenproblem. Grundsätzlich gilt, dass solche Messgeräte nach dem Gebrauch abgeschaltet werden müssen. Und wenn man sich mit der Elektrotechnik nicht recht auskennt, sollte man nun tatsächlich hier extrem vorsichtig sein oder solche Messungen gar nicht durchführen. Verhältnismäßig unkritisch sind Spannungsmessungen, hier Wechselspannungsmessungen. Hier in diesem Fall habe ich es eingestellt bis auf 750 Volt Wechselspannungsmessung. Das wird mir hier auch durch das AC-Zeichen angezeigt. Das Messgerät hat bei Spannungsmessung einen sehr großen Innenwiderstand, sodass ich durch den Messvorgang selber dieses Messgerät nicht zerstören kann und auch keine Kurzschlüsse erzeugen kann. Hier müsste ich nun das Gerät auf 750 Volt einstellen. Hier wird nichts Näheres im Display angezeigt. Es handelt sich dann hier eben um eine Wechselspannungsmessung, die ich hier durchführen kann. Es ist aber zu bedenken, dass bei Spannungsmessungen in dieser Größenordnung natürlich generell Lebensgefahr besteht und sowas nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden sollte. Strommessungen haben den durchaus erheblichen Nachteil. Ich stelle hier einmal auf Strommessung um. Meinetwegen bis 600 mA. Wie gesagt, hier sind Gleichstrom- und Wechselstrommessungen möglich. Die haben den riesen Nachteil, dass ich dafür den Stromkreis, in dem ich die Strommessung durchführe, unterbrechen muss. Und da muss dann eben die entsprechende Fachkenntnis vorhanden sein. Und der zweite Nachteil im Hinblick auf dieses Multimeter, auf alle Multimeter, den die Strommessung mit sich bringt, ist, dass der Widerstand, jetzt muss ich ja sowieso hier erstmal die Buchse ändern, dass der Widerstand, den das Messgerät selber hat, zwischen diesen beiden Messleitungen nun sehr klein ist. Und wenn ich jetzt eine falsche Messung durchführe, zum Beispiel an eine Spannungsquelle gehe, so wird dieses Messgerät für den Stromkreis einen Kurzschluss darstellen. Und das hat natürlich entsprechende Wirkungen. Dann fliegen mir in der Unterverteilung zum Beispiel die Sicherungen raus. Es kann auch passieren, dass eben dabei die Messspitzen
erheblich zerstört werden. Davon geht natürlich auch eine Gefahr aus. Es können dann sogar kleine Funken entstehen oder hier Metallkügelchen entstehen, wenn der Kurzschuss ziemlich große Ströme führt. Das ist also durchaus eine gefährliche Geschichte und deshalb sollten Strommessungen nur von Leuten durchgeführt werden, die wirklich die entsprechende Fachkompetenz haben. Mir würde in diesem Fall dann aber die Sicherung rausfliegen, die sich hier intern befindet. Diese Buchse ist bis 20 Ampere abgesichert und diese bis 600 mA. In diesem Fall, und da sollte man durchaus darauf achten, wenn man so ein Messgerät anschafft, ist es recht einfach, die Sicherung auszutauschen. Das werde ich jetzt nicht zeigen. Man muss das Gerät dafür umdrehen, das Fach aufschrauben, in dem sich auch die Batterie befindet. Dort sind zwei Sicherungen angebracht, die man dann sehr leicht auswechseln kann. Ja, das soll der erste Überblick zum Thema Multimeter gewesen sein. Wie gesagt, ich werde in weiteren Videos mich mit den einzelnen Messungen auseinandersetzen, die auf diesem Gerät möglich sind. Von der Gleichspannungs- über die Wechselspannungsmessung, die Strommessung, die Widerstandsmessung, aber auch die weiter hier aufgeführten Messungen, die zum Beispiel ermöglichen, dass ich die Kapazität eines Kondensators ermittle oder auch, dass ich die Frequenz messe. Das soll aber nun das einführende Video zu diesem Thema gewesen sein. Ich hoffe, es hat Ihnen soweit gut gefallen und ich hoffe, Sie folgen den weiteren Videos auch. Und ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.